Den Tipp der Kompensierung. Was? Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich hab schon verstanden. Das labert mich nicht vor, Mann. Als Kompensierung? Immer? Ja, wenn man etwas kompensieren will. Was ist los, ha? Siehst du nicht, dass ich arbeite? Was ist das, Klima? Aber die Zombies sterben nicht schnell. Wenn man etwas verstecken will. Verstecken will man was? Ja, wenn man also große Sachen baut, weißt du, man will etwas kompensieren. Kompensieren heißt verstecken, bist du dir da sicher? Es kommt auf den Fall an. Ich glaube, ich kann es gerade nicht so gut erklären. Mich konzentriert. Ich meine, wenn einem was fehlt, versucht er es durch etwas anderes zu kompensieren, zu ersetzen sozusagen. Ah, ja. Okay. Genau. Das heißt, man würde etwas verstecken, worüber man nicht gerne redet. Ich verstehe. Okay. Ich glaube, zwei Leute haben mich verstanden, glaube ich. Ja. Du und ich. Okay. Ich baue es aus Sandstein oder aus Gold? Was ist, wo ich besser? Kommt der da überhaupt hin? Boah, Gold wäre geil. Gold. Aus Gold? Warum nicht? Haben ihr seid mutig, Kinder. Ihr seid so mutig. Haben wir hier überhaupt Gold? Ja. Ich denke, man hat ja alles. Ja, ja, man hat einfach alles, Sascha. Ja, aber ich glaube, ich habe nur Goldbahn. Warte. Goldblock. Aus Goldblocken? Ja. Aus Goldblocken, dieser Schöne. Seid ihr sicher? Goldblock. Cool. Ja, ja. Schau mal, wie es aussieht im Goldblock. Gut. Ich hab's noch nicht mal angefangen. Warum sagst du gut? Ruhig, gut. Boah. Ganz ruhig. Voll aggressiv gerade gewesen, kann sein. Wer ich? Was hab ich dir getan? Aha. Okay. So könnte man dann aussteigen. Und das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, ich jump mal kurz runter. Okay. Test. Okay. Das ist immer der Anfang, der Anfang. Ey, das ist so schön mit diesem. Hey, ich kann nicht mehr reden, kann das sein? Stimme am Arsch, Ananas. Aufzug des Grauens haben wir hier am Start. Auf jeden Fall sieht's fresh aus. Sieht übelst fresh aus, ernst. Laber. Übel, du kannst den Aufzug auch jetzt testen. Glaubt dir kein Wort. Wieso? Deine Monsterfalle hat nicht funktioniert, das letzte. Ja, ich hab da eine Fackel vergessen, Mann. Oh, der hat eine Fackel vergessen. Ja, und? Kann doch mal jedem passieren. Ist doch voll menschlich, oder nicht? Übrigens, menschlich. Was haltet ihr davon, wenn Menschen Menschen essen? Was? Was hat er gerade gesagt? Was hältst du von Kannibalismus? Ich find's zum Kotzen an. Fabi! Hast du schon probiert? Nein, Mann, bist du verrückt. Hast schon Arsch offen. Komm schon du auf das Thema jetzt, Bruder Jakob. Weiß nicht, Jakob. Mir ist gerade nichts anderes eingefallen. Dann dachte ich, ich rede über meine Vorlieben. Vorlieben? Labermann, du isst Menschenfleisch, oder? Nein, nein. Noch nicht. Aber? Natürlich nicht. Du wärst nicht abgeneigt, sag mir mal so. Also wenn es erlaubt wäre, würde es mich schon reizen, glaube ich. Boah, hey, die Goldblocks, die gehen schwer ab, wenn man normal spielt. Ja. Ja. Man, also ich würde sagen, alles, was wir jetzt installieren, werden wir danach nicht benutzen, außer also so übertriebene Sachen wie Gold oder Diamant oder Redstone würde ich sogar noch durchgehen lassen. Ah, jetzt, ja, ja. Ah, ja, das sieht doch gut aus. Was? Nix. Sag doch! Ich weiß nicht, das ist erst mein Grundgerüst sozusagen für Vulcano. Für Vulcano? Vulcano. Ja, aber den Vulcan... Vulcano, der Inferno. Inferno, der Vulcano. Der muss ja auch voll gut aussehen, dann der Vulkan, gell? Deswegen, ja. Deswegen gebe ich mir Mühe und deswegen wird es dauern mehr als 2 Stunden. Laber. Mehr als 3 Stunden. Ja klar, wenn man was Geiles machen will, wo es alle sehen. Ich meine, es gibt ja schon übertrieben geile Sachen, die in Minecraft gebaut wurden. Es gibt auch Videos davon auf YouTube, die sind meistens so 6 Minuten lang. Die fliegen einfach da rum und zeigen, wie das aussieht. Aber... ja, um diese Gegenstände, die sie gebaut haben. Mhm. Aber man weiß ja nicht, wie lange sie dafür gebraucht haben. Sieht immer noch so einfachen Gebäuden aus. Auch so Kirchen wurden gebaut und alles Mögliche. Aber wie lange sie dafür gebraucht haben, das würde mich... Ah! Hey. Warum so aggressiv? Ich bin runtergefallen. Ich will hier so eine kleine Bremse installieren, weißt? Weißt, was ich meine? Ja, ich... ja, du, mit Bremsen kennst du dich aus, habe ich gehört. Übel. Bremsen ist das A und O. Also es ist viel wichtiger, ein Auto zu haben mit richtig guten Bremsen, wie mit Power.
Weil wenn man dem Auto lang genug Zeit gibt, kommt er sowieso auf seine Geschwindigkeit. Weißt du, was ich meine? Also ich schaffe sogar mit einem alten Golf 2 so 180 zu fahren oder so. Ja, du schaffst das wahrscheinlich auch mit einer Schubkarre. Wahrscheinlich schon, aber nur so, weißt du, was ich meine? Irgendwie so ein Schubkarren-Flow. Das gefällt mir irgendwie nicht. Eigentlich könnte man das jetzt alles richtig, richtig, richtig schön machen, oder? Ja, ich versuche das auch schön zu machen. Boah, man könnte jahrelang mit Minecraft... Tut mir natürlich leid, wenn es nicht so schön wird, wie ich das erzähle, aber... Ich gebe wenigstens mein Bestes. Das ist schon mal ja, etwas. Das ist ja auch wichtig. Oder das nicht? Beste ist gerade gut genug für Gamleplay. Verstehst du, was ich meine? Also, ich habe ja schon mit Sascha geredet. Der hat schon erste Abmahnung bekommen, weil der letzte Mal bist du scheiße geworden, weißt du? Was habe ich gemacht? Nein, ich habe Spaß gemacht. Ich mach Spaß. Ich habe schon Beine gegeben. Oh. Abmahnung, ich hasse Abmahnungen. Du hast Abmahnungen? Nee, Mann, bist verrückt. Oh. Okay. Boah, was glaubt ihr? Gehen Freundschaften drauf durch Minecraft? Auf jeden Fall, sage ich dir. Auf jeden Fall. Ich wette mit euch. Du Wichser, du hast meine Diamanten. Du hast meine Idee geklaut. Ich wollte das bauen. Ich habe Diamanten erfunden. Ja, erfunden. Ja, Flair würde das sagen. Kennt jemand noch Flair? Ey, Papa ist zurück. Kennt ihr noch? Papa ist zurück. Ja, machen wir ja bald ein neues Album. Mixtape. Ja, genau. Der Gummibär. Boah, es macht so viel Spaß, ich kann's nicht erklären. Leute, bitte bring mich niemals in die normale Welt zurück. Wieso? Weil du hast so viele Möglichkeiten auf einmal. Dann ja, klar, aber die normale Welt aber kommt bald zurück, Bruder Jakob. Mir würde es nicht so viel Spaß machen, wenn man nur so spielen würde. Ja, weil da ist der Rett nicht mehr so da. Auf jeden Fall, da hast recht. Ja, zum Beispiel, genau, wie du vorhin schon gesagt hast, Diamanten zu sammeln und sowas. Auf Entdeckungsreisen zu gehen ist genau. Viel spannender so, wenn man auch das Gefühl hat, du kannst sterben, Junge. Du kannst sterben und ohne irgendwas nach Hause kommen. Mhm. Mit Schande im Gesicht. Mit Schande. Mit Schande des Grauens im Gesicht. Vor allem im Gesicht. Man muss sich erstmal bildlich vorstellen, wie Schande im Gesicht aussieht. Es kann alles Mögliche sein. Schande im ja, Gesicht. Ich würde sagen, das bleibt natürlich jedem überlassen und seine Fantasie vor allem. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir richtig viele perversen Menschen unter unseren Zuschauern haben. Weil, wie die Gesicht? Wie die Unterhalter, so die Zuschauer. Ach komm. Bitte? Ja, die haben gemeint, meine Überschriften wären langsam, aber sicher immer perverser und so. Ja, was schreibst du denn so? Weiß nicht. Musst du lesen. Ich find's ja nicht. Ich find's aber die sind nicht gelernt. Ich find's echt nicht schlimm. Ja, ich finde, das muss einfach passend zum Thema sein. Wenn man das irgendwie versucht, spannender zu gestalten, den Titel oder das Videobild, ist doch nichts Schlimmes dran. Ich verstehe nicht, warum sich so viele abkotzen. Ich meine, jeder macht das. Naja. Bestes Beispiel, Bild-Zeitung. Und da weiß man das halt. Ja, Bild-Zeitung ist kein soziales Vergleich. Das gehört halt dazu. Aber trotzdem braucht doch jeder die Bild-Zeitung. Ja, klar. Ja, ja. Das ist doch so typisch, jeder meckert, boah, nee, voll scheiße. Aber jeder kauft es doch. Ja, genau. Also selber dumm oder nicht? Das ist eigentlich ein richtig gutes Beispiel, weil es der Tatsache entspricht. Ja, aber das ist in Deutschland allgemein das Problem, dass die meisten Leute wirklich viel meckern, aber im Endeffekt sind sie selber nicht besser. Mhm. Da haben sie recht, Herr Koslow. Ja. Ausnahmsweise. Einer der vielen Fälle, wo ich recht habe. Ja, einen der vielen Fälle, da sind sie mal wieder maßlos am Übertreiben. Ich musste wieder an Kim Kardashian und Nicole Scherzinger denken. Oh, das war eine gute Wette. Wir hatten mal mit Jungs eine Wette. Ach du Scheiße. Es darum, nein, es ist schon Vergangenheit. Vergangenheit. Nein, ich erzähle das jetzt mal. Es gab ein Bild von Kim Kardashian, während sie an der Tankstelle ihr Auto getankt hat. Das war so ein weißer Ferrari oder Lamborghini oder sowas. Was richtig krass ist und die Jungs haben gemeint, Bruder, das aber man muss dazu sagen, sieht so geil aus. Jetzt warte mal kurz. Wir haben alle drei sind wir auf der Couch geflackt und haben da gechillt und haben alle drei das nicht richtig gesehen. Das stimmt nicht. Was? Das stimmt nicht. Ja, und erst wurde einer hat's gesehen und dann gingen wir alle ab und dann boah. Und das schon nicht voll ab. Weil wir gedacht haben, es wäre Nicole Scherzinger, stimmt's? Ja, erst am nächsten Tag haben wir darüber gequatscht, glaube ich. Es gibt ja. Natürlich, wie es bei Männern so üblich ist, haben wir über die Hinterbestattung uns unterhalten.
Die Hinterbeschattung? Einfach über die Ärsche haben wir geredet. Wie kompliziert der Junge redet, Mann. Ich hab versucht, irgendwie anders. Er wollte sozial rüberbringen. Ja, ich hab versucht, sozialer Mann zu sein, hat nicht funktioniert. Also haben wir darüber geredet. Und die Jungs meinten, ja, Nicole Scherzinger sieht schon geil aus. Und ich sagte, es war aber nicht Nicole Scherzinger. Weil man natürlich meiner Meinung nach Nicole Scherzinger und Kim Kardashian ganz gut unterscheiden kann, wenn man den Arsch gesehen hat. Weil der eine ist viel, viel breiter und massiver als der andere. Ich würde euch etwas empfehlen von Kim Kardashian, aber ich weiß nicht. Ob ihr schon alt genug seid dafür. Ja, es gibt so ein Video und das ist echt verboten. Also nicht jugendfrei. Ja. Aber ich würde es wahrscheinlich, wenn ich in eurem Alter wäre, würde ich da drauf kommen. Ah ja. Als erster. Das ist Bildung. Ja, so kann man das natürlich auch bezeichnen. Habe ich jetzt kein hartes Loch zugemacht? Genau, das ist auch Bildung. Nee. Ah, okay, das mache ich dann auch zu. Ja, und der Sinn der Sache war, dass die Jungs natürlich verloren haben. Ich musste erstmal eine halbe Stunde googeln und dieses Bild suchen. Aber ich habe es geschafft und die mussten Boden putzen. Das heißt, wischen. Seid ihr noch da? Ja, ich bin gerade am Machen und Tun, Mann. Das hat nicht funktioniert, tut mir leid, Mann. Was mussten wir machen? Boden putzen, oder nicht? Ah ja, aber richtig, haben wir gesagt. So richtig, jede Ecke musste glänzen, alles drum und dran. Ja, und das schon nicht. Schön mit Wasser und so. Wie lange haben wir beschäftigt? Ich glaube 2 Stunden oder so. Und du hast gechillt, so, boah, Digga, wie geht's euch? Und ja, so. Das war ein schönes Gefühl. Es ist ja, müsst ihr euch vorstellen, in einer Männer-WG ist es ja natürlich immer das Problem, wer putzt. Ne? Wer putzt? Das ist nicht so wie in der Werbung, ich mache freiwillig. Nee. Leider nein. Und da muss man natürlich auch sich Sachen einfallen lassen, wie zum Beispiel solche interessanten Betten. Ja, die machen wir immer öfters. Wenn ihr auch irgendwann eine WG habt, probiert das doch mal aus. Betten. Ich glaube, das würde echt jedem gefallen. Putzwetten, beste Wetten. Egal was. Putz oder Koch oder. Ja, gut, bei Koch würde das bei uns nicht so gut funktionieren. Ich würde es freiwillig dann verlieren. Den ganzen Tag. Hammer, also hier oben sieht es gut aus, der Aufzug funktioniert. Habt ihr gesehen, wie er funktioniert hat? Auf jeden Fall, easy going. Oh, Sascha, Dima weiß glaube ich schon, wie der geht. Sascha müssen wir ihm noch zeigen, wie das funktioniert. Mit springen, oder? Ja, einfach mit Rechtsklick. Ich bin dabei, das noch richtig zu lernen. Ja, kein Problem, aber du hast es ja. Du hast doch gar nicht die Chance gehabt, Digga, das zu lernen. Ich mach's zum ersten Mal jetzt, aber ist echt geil. Du hast es nicht mal zum ersten Mal gemacht. Nein, den Mode spiele ich zum ersten Mal. Der goldige Junge. Ja. Oh, Schätzchen, ich will dich nicht töten, aber du stehst mir im Weg. Sascha, neben deiner Türe ist jetzt ein Aufzug. Nach oben, oder was? Ja, genau. Zu dem Schloss. Zu dem Schloss, beziehungsweise zu dem Steg Richtung Dschungel. Und in dem Dschungel hatte ich Bock, ein bisschen Action zu schieben. Inwiefern? Baumhaus. Boah, erzählt mal eure Baumhausgeschichten, Jungs oder Mädels, unsere Zuschauer. Also, ich glaube, 90% der Kinder träumen davon, 99, 100 träumen davon, ein Baumhaus zu haben. Natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit, weil nicht jede Familie hat ein eigenes Haus oder einen Baum, den man vergewaltigen kann. Mhm. Aber wenn man sowas hat, ist schon geil. Auf jeden Fall. Hat jemand von uns sowas gehabt als Kind? Nein, oder? Ich hab's gehabt, klar. Ja? Mhm. Und sogar mehrere. Bonze. Ich hab mir mal übelst. Ich kann da voll viel erzählen, wenn du willst. Ah ja. Erzähl. Woraus deine Geschichte? Und Markus habt ihr ein Bauhaus gehabt? Nee, mein Cousin und ich. Also mein Bruder war nicht so der Fan von dem Bauen und so. War schon erwachsen, oder? Nee, eher andersrum. Also, dass man dann sagt, weil ich das immer schön haben wollte und alles. Es musste immer genau so aussehen, wie ich also das. Also, anders gesagt, du hast ihn genervt, oder? Ja, also, es ging gar nicht anders. Und mein kleiner Cousin, der ist, glaube ich, 4 oder 5 Jahre jünger wie ich. Und mit dem hat es gut funktioniert, ne? Der Fabi hat gesagt, komm hier und dort und drum und drum und so hat es dann funktioniert. Ja. Und wir haben viel gebaut, also in der Schweiz zum Beispiel bei meinem Großvater, da ist ja immer das Problem, weil der lebt auf dem Berg, ne? Und um da was Geiles zu bauen, muss man halt voll viel Erde abgraben, damit man erst ein geiles Fundament hat. Mehr ja. Und da waren wir dann immer Wochen beschäftigt, nur am Graben von morgens bis abends und haben gar nicht mehr gechillt. Das war immer so ein bisschen Problem, ne? Aber viel gemacht auf jeden Fall.
Das zweite war bei uns in Baden-Württemberg, dort in Waiblingen. Da haben wir auch